Du hast die Qualifikationsrunde geschafft. Klasse. Und wie du gerade hier bist. Yo, ich habe gute Nachrichten. Morgen findet das große Grünbüttel schon wieder statt. Yeah. Auch mit euren tollen Äußern seid ihr alle dann zu zahlen am richtig. Das Turnier verläuft insgesamt 2 Tage. Wer die vorne noch am ersten Tag übersteht, nimmt Tag drauf an der Finalrunde teil. Yeah. Wer am zweiten Tag noch dabei ist, kann Promazeichen machen. Aber dafür muss man erst den ersten 3 Plätze belegen. Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Mario Golf Super Rush. Ja, hier im Abenteuermodus sind wir gerade zugange und wollen an den großen Grünbüschel Finalturnier teilnehmen. Und ja, die Qualifikation zum letzten Part ist uns sehr gelungen. Und jetzt schauen wir mal. Mehr nicht, Kleinigkeit, der Pokal ist schon so gut wie mir sicher. Moment! Ich schlag zwar nicht so weit wie Schack, aber in Sachen Technik bin ich die Beste. Ich werde gewinnen. Nicht so vorschnell. Ihr werdet schmottern, wenn ich erst mit dem Spielen anfange. Ja. Hey Rookie, viel Erfolg, ja? Ja. Leider hast du gegen uns keine Chance. Ja. Naja, dann. Puh, das hat Schack mir so schön beibringen können. Aber ganz unrecht hat er damit nicht. Also glaubt ihr alle, dass ich nichts drauf habe? Aber yo, ich werde vom Gegenteil überzeugen, Kollegen. Ja, dann werden wir das erste Turnier mal angehen. Hey, hey. Yeah. Und unter den ersten 3 kommen. Hey, hey. Yeah. So fair, was soll der Quatsch? Ich will gewinnen. Das Wort sagt mir natürlich etwas. Aber wie genau wird das denn funktionieren? Damit wir den Score-Spieler angepasst haben. Hey, hey. Nicht bei uns. Hier bestimmt das Handicap, wie viel Schläger man tragen darf. Keine Angst, es ist fair. Ich brauche keinen einzigen Schläger. Am besten den H1, damit ich voll drauf wemsen kann. Weniger Schläger? Das klingt furchtbar. Wie soll man denn überhaupt planen können? Buah, gefällt mir nicht, die Sache. Hey, hey. Solche Sonderregelungen sind für euch sowieso erst ein Thema für später. Zunächst müsst ihr morgen fit sein. Euren Score aus der Vorrunde nehmt ihr in die Folgetage mit. So hängt ihr gleich ab den ersten noch ordentlich rein. Geht klar, Chef. Ich werde heute Abend extra schwere Gewichte heben, damit ich morgen klasse stark bin. Ja gut, dann werden wir auch mal starten. Ne? Chris, behalt für dich. Aber ich finde, du hast gute Chancen am Turnier. Hey, hey. Leicht wird's nicht. Das kann ich dir versprechen. Aber eine Prise Elan wirst du die Sache definitiv schaukeln können. Ja, das denke ich auch. Das ist unser Nachplatz. Ja, damit wären wir in unserem Wohnhaus. Das letzte Zimmer war ja unser. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute findet euer großes Turnier statt. Da wollt ihr auch pünktlich sein, oder? Golfschläger sind in Bag. And let's go! Tschüss! Es geht in 30 Minuten los. Bis dahin dürft ihr Übungsgelände frei trainieren. Bitte finde 5 Minuten fort. Off an der Schranke ein. Ich sag Bescheid, wenn es soweit ist. Ah, wir könnten jetzt nochmal üben. Ich will aber eigentlich gar nicht üben. Ich will direkt in die Qualifikationsrunde rein. Und starten. Nur von Mitarbeiter zu üben. Okay, das heißt, ich muss auf der anderen Seite oder so.
Oh, grüß dich. Ich hoffe, das letzte Mal gut geschlafen. Ja. Famos. Du brauchst einen Score von plus 8 oder besser, um die Vorrunde zu überstehen. Also, hey, hey. Also die Vorrunde fließt ja in die Hauptrunde mit ein. Das heißt, wir müssen trotzdem so gut wie möglich wenig Punkte holen. Oder Minuspunkte holen. Also, wenn du noch nicht für das Turnier bereit bist, wäre doch nochmal Übung angesagt. Wie geht's aus? Willst du das Turnier spielen? Ja. Hey, hey. Recht dich dann einfach durch die Schranke. Ja, okay. Wir fangen an. Let's go. Grünbüschel Turnier. Vorrunde oder Tag 1. Ich denke mal, erster Tag. Morgen. Ich glaube, ich bin nur 3 gleichzeitig. Juhu! Und Birdie? So, dann wäre nun alles bereit für die nächste Gruppe. Liebe Spieler, bitte. Ich denke, da gehören wir auch zu. Und besser sein können. Da hätte ich schon die erste Stunde aufmachen können. Okay. Das sieht schon mal schlecht aus. Das beruhigt. Das beruhigt dermaßen. Aber es sind immer noch mehr Leute da. Football Shark hat schon 7 Löcher gespielt und einen Score von minus 1. Nicht schlecht. Ja, Rosa Yoshi plus 0, Paar Cooper plus 0. Noch ist alles dicht beieinander. Ist denn Lord? Ist das der, der heißt doch von den Cooper League, ne? Lord. Mit der Brille drauf, ne? Und? Ja, hier können wir uns direkt annähern. Rico, go! Nicht steht, wie viel Gesamtzeit man schon und hat. Und? Wenn es reicht, geht, sag ich mal, gucken kann, wäre besser. Schöner Schlag! Dein. Go, go!
müssen wir uns direkt annehmen. Ne? Ja, das passt. Immer noch bei 0. Immer noch 3. Ich denke, das sollte noch ganz gut sein. Oh. 6. Oh, hat sogar einen Schlag weniger. Gut, er holt auf. Aber enge Konstellation, also wirklich. Man braucht ja unter plus 8, also unter plus 6, unter plus 8 war das. Was sich qualifizieren sollte kein Problem sein für die Endrunde. Und? Allerdings. Punkte der mitgenommen, von daher will ich möglichst wenig Punkte. Am besten nur Punkte. Chip gemacht. Und Buhu hat mit Backspin gespielt. Das war sehr gut. Wow, Code. Klasse. Gut, Roter Jossi. Boah. Football scheint minus 1. Unnormal gut. Wenn das, der Anspruch ist, dann. Und. Nochmal einen super Weg dann haben. Ich hätte doch ein bisschen auf die Kraft schlagen können. Cooper minus 1. Junge. Platz 3 noch. Aber unser Niveau gehalten. Oh, direkt annähern. Hole in one. Schöner Schlag. Wenn man kann auch immer einen Ramp unter Super laufen, dann kann man auch kurzfristig auf den Grün.
Ja, wir sind zwar auf dem Grün, aber doch nicht ganz. Pack zum Birdie. Können Sie uns mal annähern. Warte, Fälle. Oh nein, nicht so weit. Jetzt sollte es passen. Schönes Paar. Das ist immer gut, wir schaffen wieder ein paar. Gut, der war jetzt auch schwierig, von da aus zu machen. Ich denke, alles, was über 8 Meter auf dem Grün ist, zu putten oder putten, ist schon ziemlich schwierig. Ja, dann ist es wie gewohnt und bleibt so, nur dass die anderen jetzt plus 2 haben. Wir gucken aber nach oben. Football schaffen wir. Wieder ein schneller Schlag. Schöner Schlag! Und wieder voll das Voraus. Schön die Herzen mitnehmen, dann hier einen Zeiger aufladen. Und wirklich ran. Ziehen extra ein bisschen nach rechts, weil wir ein bisschen bergauf sind. Wir müssen weiter noch davor. Dass wir auf jeden Fall nicht mehr zu weit schlagen. Ja, das sieht ganz gut aus. Bin ich mir zufrieden. So in der Richtung haben wir das auch vorgestellt. Ein bisschen nach oben gehen. Lieber wieder ein bisschen weniger. Wow, Toad, nicht schlecht. So, eingecheckt. Schönes Paar. Alle 4 Schläge, denke ich mal. Ja. Wieder ein paar. Wenn es wirklich so ist, dann haben wir jetzt noch 2 Löcher vor uns. Ich guck mal, wer überhaupt noch so mitspielt. Das wird ja auch mal interessieren. Para Cooper Football Chuck. Rosa Yoshi, Toadette, Mopsy, Hammerbruder, Larry, Shy Guy, Donkey Kong. Oh, der hat schon Goldabzeichen. Knochentrocken. Cooper, Roy, Ninji, Kamek, Morton, Lakitu, Fly Guy, Wiggler, Ludwig, Spike, Monty Maulwurf, Lemmy, Sumo Bruder, Goomba, Iggy, Wendy, Rocky, Schraubschlüssel, den kenne ich beispielsweise gar nicht, und Paragumba. Also Goomba mit Flügel. Okay. Na cool, machen doch einige mit. Und? Ich meine, online müsste es nicht so eine große Gruppe sein, wenn man dann spielt. Versuchen dann zu dritt oder zu viert zu spielen, dann reichen. Wie gesagt, da können wir auch gerne mal gegeneinander spielen. Kommentare antworte ich, ich kann sie noch nicht berücksichtigen, falls etwas kommen sollte. Ich bin jetzt auch erstmal im Urlaub und habe jetzt im Voraus die Folgen aufgenommen, damit die auch immer versorgt seid für die Tage. Und bin erst am 15. bzw. 14. wieder da. Und dann werde ich weiter aufnehmen. Kommentare werde ich beantworten, keine Frage. Nur halt, ich kann jetzt nichts ändern, weil die Folge nicht abgedreht. Aber trotzdem Tipps, Verbesserungen, Anmerkungen, alles reinschreiben bitte. Damit kann ich arbeiten, mich verbessern, Sachen ändern, beachten. Man sieht ja, ich bin kein Profi, aber ich bin keine Mühe. Ich bin stets bemüht. Ah, ich hätte mich besser hier. Das ist also nur mit bergauf und so. Komm, geh rein. Gott sei Dank. Ich hab die Paar geschafft. Wo ist immer noch, wo ist der denn abgeblieben? Voll im Dschungel. Wow, den hat er direkt. Okay. Doch nur plus 1 dazu. Ich dachte, das wird schlimmer jetzt für ihn. Der sah so auch so weit weg aus. Ja, gleich nach dem letzten Loch gucke ich mal, wie den Highscore-Charakter, also die meisten Punkte sind insgesamt. Und? Ich glaube, dass sie von Donkey Kong auch was gezeigt haben, ist ja ganz schön schlecht. Kann man mal so sagen. Schöner Schlag! Eine Highscore. Weiter mit Joggen. Ich
verschwinden. Dahin. Soll funktionieren. Volle Kraft voraus. Kurz im Loch spielen. Schöner Schlag. Geht schnell drüber. Ja, unser Schlag. Auf den Grün. Okay, wenn wir jetzt reinmachen, hätten wir einen Pack zum Birdie. Fast kein Höhen. Ein bisschen nach oben. Ein bisschen mehr Kraft. Yes, Birdie. Schönes Birdie. Im letzten Loch doch mal ein Birdie geschafft in minus 1. Reicht es für Platz 1 in der Vorrunde? Die Punkte nehmen wir ja mit in die Endrunde. Okay, Wu auch nochmal Birdie geschafft und Cole nochmal ein Boogie. Also plus 1. Es reicht für Platz 1, allerdings gleich mit Para Koopa und Football Shark. Para Koopa hat schon ein Abzeichen. So, und wir gucken jetzt, wer hat den Jackpot. Plus 16, Para Goomba. Okay, übt nochmal eine Runde. Dann geht's. Okay. 1087 Münzen. Und den schon mal Level ab. 17, 18, 19. Okay. Also mich stört immer, dass es immer so runter geht. Aber allerdings gesehen, ich brauche mehr. Ich brauche noch mehr. Ja, und Lauftempo, wo es ganz runter geht, packe ich auch auf Lauftempo nochmal einen drauf. Was habe ich gerade ein bisschen gestört? Ein bisschen mehr Kraft. Der ist mal nicht verkehrt. Ein bisschen weiterschlagen. Schon ganz gut. Hey Kumpel, was sagst du? Na, wie hat's dir gefallen? Hat's dir gefallen? Ja. Für mich ist fast sicher, dass du die Vorrunde weiterkommst. Ruh dich jetzt am besten für morgen aus. Gut, wir müssen uns schlafen legen. Und im nächsten Part spielen wir dann die zweite Hauptrunde oder den zweiten Tag von der Vorrunde und werden hoffentlich das Turnier auch unter den besten dreien beenden. Im besten Fall sogar gewinnen. Vielleicht kriegen wir noch irgendeinen Bonus oder so, irgendwas Schönes geschenkt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht es gut. Wir gehen jetzt schlafen. Und sind beim nächsten Mal dann wieder dabei. Also, ciao.